Mein Name ist Thomas Filipic, ich bin Facharzt für Allgemeinchirurgie mit dem Schwerpunkt Enddarmerkrankungen. Und heute sprechen wir über das peinliche Thema Hämorrhoiden. Muki, qualitätsgeprüfte Informationen und Ärzte. Hämorrhoiden haben wir im Prinzip alle. Sie haben eine wichtige Polsterfunktion, die helfen, den Analkanal abzudichten, und das ist besonders wichtig im höheren Alter. Kommt es zum Erkrankungsbild der Hämorrhoiden, teilt man diese in 4 Stadien ein, und hier ist es wichtig, für jedes Stadium die richtige Therapie anzubieten. Ursächlich für das Hämorrhoidalleiden ist zum einen die genetische Belastung, andererseits auch das Mitpressen bei Verstopfung, aber auch allgemeine Faktoren wie Übergewicht, Bewegungsmangel oder Bindegewebsschwäche können das Entstehen von Hämorrhoiden fördern. Ein wesentlicher Faktor zur Ausbildung von Hämorrhoiden sind natürlich auch Geburten. Im frühen Stadium der Hämorrhoidenerkrankung ist das klassische Symptom die schmerzlose Blutung. Natürlich gehört diese auch abgeklärt, dass keine andere Ursache vorliegt. Im weiteren Verlauf der Erkrankung kommt es zu einem Vorwölben der Hämorrhoiden außerhalb des Analkanals. Das spürt der Patient natürlich beim Reinigen. Im dritten Stadium des Hämorrhoidalleidens kommt es zum Hervortreten beim Pressen. Und das verursacht natürlich auch andere Symptome wie Schmerzen, Blutung oder Juckreiz. Eine operative Therapie sollte ab diesem Stadium angedacht werden und die Möglichkeiten der Lasertherapie besprochen werden. Die Diagnose wird durch eine einfache und schmerzlose Rektoskopie, das heißt Untersuchung des Mastdarmes, festgestellt. Auch wenn es ein peinliches Thema ist, ist es wichtig, dass Sie Ihre Scheu überwinden und sich untersuchen lassen und besonders auch unklare Blutungen abklären zu lassen. Die Medizin bietet unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten an. Je nach Ausprägung und Leidensdruck reicht die Palette von medikamentöser Therapie, bestehend aus Tabletten in Kombination mit Zäpfchen, bis zu den Gummibandligaturen, Verödungen, Lasertherapien oder im letzten Stadium auch eine Operation. Auch bei den Hämorrhoiden ist die Lasertherapie eine sehr erfolgreiche und schonende Methode. Dabei werden die Hämorrhoiden durch Laserenergie geschrumpft. Ein wesentlicher Vorteil der Lasertechnik ist, dass es zu keinem chirurgischen Entfernen der Hämorrhoiden kommt. Damit gibt es hier keinerlei Wunden oder Narben im Analkanal. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Lasertechnik mit allen anderen Methoden kombiniert werden kann und somit jeden Eingriff deutlich weniger belastend macht. Welche Methode angewandt wird, hängt von der genauen Voruntersuchung ab, in dem das Stadium der Hämorrhoiden festgestellt wird, und Sie bekommen dann von mir eine genaue Erklärung und Zeichnung, welcher Eingriff in der jetzigen Situation für Sie am besten ist. Natürlich muss ich den Patienten über mögliche Komplikationen und Risiken aufklären, die auch hier bestehen. Und das ist in erster Linie die Schwellung nach der Operation, die sich aber in der Regel gut behandeln lässt. Andere Komplikationen oder Risiken sind hier Gott sei Dank extrem selten, aber so wie bei allen chirurgischen Eingriffen können Blutungen oder Infektionen auftreten. Um dem Hämorrhoidalleiden vorzubeugen, ist es wichtig, das vermehrte Mitpressen beim Stuhlgang möglichst zu vermeiden, das heißt eine Verstopfung vorzubeugen durch gesunde und ballaststoffreiche Ernährung und Bewegung. Entscheidend, welche Therapie in der richtigen Situation angewandt werden soll, ist eine gute Voruntersuchung. Diese kann in der Ordination über die Krankenkasse normal abgerechnet werden. Die Kosten für eine eventuelle chirurgische Therapie schwanken zwischen 350 bis 2000 Euro. Das Wichtigste ist jedoch, haben Sie Symptome, überwinden Sie Ihre Scheu, lassen Sie es abklären. Indem Sie es verschweigen, wird es nicht weggehen.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Infobox.